Er war das erste Opfer faschistischer Gewalt in Südtirol, der Lehrer Franz Innerhofer aus Marling. Heute, vor 100 Jahren, wurde er in Bozen erschossen. Und heute wurde seiner in Marling und Bozen gedacht. Franz Innerhofer war Lehrer in Marling und Mitglied der Musikkapelle, die beim Trachtenumzug zur Eröffnung der Bozener Messe spielte. Faschistische Schlägertrupps störten den Umzug, Schüsse fielen. Franz Innerhofer wollte einen Schüler schützen und wurde erschossen. Er war das erste Opfer der Faschisten in Südtirol. Vor allem ist die Reaktion auf seine Ermordung sehr schön. Bereits am Tag hernach wurde ein Generalstreik ausgerufen, am 25. April. Der Trauerzug wurde angeführt von deutschen italienischsprachigen Südtirolern mit öffentlichen Reden. Franz Innerhofer war ein zufälliges Opfer. Sein Tod könnte die Sprachgruppen vereinen gegen sinnlose und politisch motivierte Gewalt, so wie es die Staatspräsidenten Sergio Mattarella und Alexander Van der Bellen vor 2 Jahren vorgelebt haben. Doch die Südtiroler scheinen noch nicht so weit zu sein. Heute gab es 2 Gedenkfeiern, jene der Partisanenvereinigung am Franz-Innerhofer-Platz und jene der Schützen beim Ansitz Stillendorf. Der Franz Innerhofer ist das erste Opfer, italo-faschistische Opfer im besetzten Tirol. Und ihm zu denken, heute zum 100. Todestag, ist für uns eine Verpflichtung. Das Gedenken an Innerhofer und an die Gewaltexzesse der 20er Jahre darf niemals vor einem ethnozentrischen Hintergrund erfolgen. Das ist nicht in seinem Sinne und das ist auch nicht im Sinne der Reaktion der damaligen Südtiroler Zivilgesellschaft. Der Tod von Franz Innerhofer ist eine hinzunehmende Tatsache. Er ist hinterrücks ermordet worden. Das Tragische allerdings ist die Folge, dass die Täter auf Druck des Faschismus ungestraft davongekommen sind. Wenn morgen, 100 Jahre nach dem Trauerzug für Franz Innerhofer, in ganz Italien der Befreiung von Faschismus und Nazi-Herrschaft gedacht wird, dann sollte das vor allem einer Erkenntnis dienen, nämlich, dass radikales Gedankengut nie ein gutes Ende nimmt.